In unserer GZSZ-Wochenvorschau verraten wir euch, was in den nächsten 4 Wochen bei der Daily passiert. Sternchen. Achtung! Es folgen Spoiler. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, GZSZ. Nach kurzer Verunsicherung starten Emily und Laura das neue Jahr mit einer gemeinsamen beruflichen Perspektive. Die erste Hürde lässt aber nicht lange auf sich warten. Tonis Sucht und ihre Versagensangst haben die Polizistin fest im Griff. Die Beschaffung von Schmerzmitteln wird dabei immer schwieriger. Yvonne greift ihrer Tochter beherzt unter die Arme, auch wenn dann doch nicht alles nach Plan verläuft. Mit ihrem Einsatz beeindruckt sie zudem Lukas, der nun mehr Vertrauen zu fassen scheint. Was er Yvonne von seiner dunklen Vergangenheit erzählt, erfahrt ihr vorab mit einem Premium-Account auf RTL Plus im Stream und regulär von Montag bis Freitag ab 19.40 Uhr bei RTL. GZSZ-Vorschau für Montag, 1.01 Uhr. An Neujahr erwartet euch keine neue Folge. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, bei RTL. GZSZ-Vorschau für Dienstag, 2.01 Uhr. Folge 7928. Jessica und Philipp sind sich einig, dass ihr intimer Moment an Silvester lediglich ein Ausrutscher war. Laura glaubt, dass Emily ihr Angebot nicht wirklich ernst meint. Doch dann wird sie von Emily überrascht. Diese ist von Lauras Vision überzeugt. Paul lässt jedoch erste Zweifel aufkommen. GZSZ-Vorschau für Mittwoch, 3.01 Uhr. Folge 7929. Toni steht wegen ihrem Job immer mehr unter Druck. Das hat auch Auswirkungen auf ihre Sucht. Toni glaubt, sie könne ohne die Schmerzmittel nicht mehr richtig funktionieren. Alicia muss enttäuscht feststellen, dass sie ihre geliebte Flederbeck in einem Carsharing-Auto liegen lassen hat. Ausgerechnet Carlos erweist sich jedoch als ihr Retter in der Not. GZSZ-Vorschau für Donnerstag, 4.01 Uhr. Folge 7930. Um weiterhin volle Leistung bei der Arbeit abliefern zu können, besorgt sich Toni Schmerztabletten bei einem Dealer. Dank der Drogen kann sie das Gefühl, versagt zu haben, ein wenig vergessen. Emily und Laura wird bewusst, dass ihr Plan, die Präsentation vor der Modedesignerin im Concept Store abzuhalten, nicht funktioniert. Dank Yvonne können sie die alten WL-Büros nutzen. Direkt werden alle mit eingespannt. GZSZ-Vorschau für Freitag, 5.01 Uhr. Folge 7931. Yvonne gelingt es noch rechtzeitig, den Möbelpacker aufzuhalten, so dass Laura ihre Präsentation beenden kann, und das mit Erfolg. Ihr ist es gelungen, die Kundin zu begeistern. Die deutet bereits ihren ersten Auftrag an. Lauras Erfolg zieht jedoch Konsequenzen nach sich, die Yvonne traurig stimmen. Sie versucht, die Fassung zu bewahren, was Lukas dazu bewegt, sich weiter zu öffnen und von seiner schwierigen Vergangenheit zu erzählen. In mehr als 3 Jahrzehnten mussten sich die Fans von zahlreichen Serienfiguren verabschieden. Wie dramatisch die Tode einiger GZSZ-Lieblinge ausgefallen sind, könnt ihr im Video noch einmal Revue passieren lassen. GZSZ-Vorschau für Montag, 8.01 Uhr. Folge 7932. Lukas möchte seine Probleme vor Moritz und Yvonne geheim halten. Das gelingt ihm jedoch nicht. Wieder vertraut er sich Yvonne an, dabei erzählt er ihr aber nicht alles. Jessica und Philipp nehmen im Krankenhaus Abstand voneinander. Schnell beginnt die Gerüchteküche zu brodeln. Ihnen wird klar, dass sie zeitnah einen geeigneten Mittelweg finden müssen. ZSZ-Vorschau für Dienstag, 9.01 Uhr. Folge 7933. Tuna redet Philipp wegen Jessica ins Gewissen. Er ist überzeugt davon, dass sie sich nicht verändert hat und nur hinter Philipps Geld her ist. Tobias stellt Carlos zur Rede wegen des versprochenen Fahrstuhls für Jonas. Der reagiert mit einem Jobangebot. Alicia bekommt mit, wie sich Carlos und Tobias für einen Moment zusammenreißen und ist positiv überrascht. GZSZ-Vorschau für Mittwoch, 10.01. Folge 7934. Emily und Laura haben unterschiedliche Herangehensweisen, um ihre Konkurrenz auszuschalten.
Emily versucht, Kosten zu sparen, während Laura herausfinden will, wer der geheimnisvolle Konkurrent ist. Als sie erfährt, um wen es sich handelt, ist sie geschockt. Als Tobias Alicia mit seiner Vermutung konfrontiert, kommt es zu einem Streit. Wird Alicia nun endlich klar, dass Carlos nicht gut ist?